Hallo zusammen, das ist Regula Späni. Ich bin heute Gast im Podcast von Gianfranco Salis bei Salis trifft. Salis trifft, die Podcast-Show mit bekannten Schweizer Persönlichkeiten. Präsentiert von Gianfranco Salis. Hallo und herzlich willkommen bei der neuesten Folge von Salis trifft. Mein heutiger Gast gehört zu den bekannten Namen in der Schweizer Medienszene. Während 20 Jahren hat sie beim Schweizer Fernsehen als Redaktorin, Produzentin, Kommentatorin und Moderatorin geschafft. In meinen Jugendjahren habe ich sie als Moderatorin erlebt, wo sie im Sportpanorama, im Sport aktuell und in der Sendung Timeout viele spannende Beiträge und Reportagen realisiert hat. Auch bei Sendungen zu Grossanlässen, wie zum Beispiel die Olympischen Spiele, die Fußball-WM, Tour de France und das eidgenössische Schwingfest, ist sie als Hauptmoderatorin jeweils im Einsatz gestanden. Ende Mai 2010 hat sie sich vom Schweizer Fernsehen zurückgezogen und heute moderiert sie erfolgreich Galas, Fachtagungen und Podien und bietet seit 22 Jahren auch Medienschulungen für Sportlerinnen und Sportler an. Sie ist verheiratet, dreifache Mutter und zwölffache Schweizer Meisterin im Schwimmen. Und heute bei mir auf Besuch bei Salis trifft. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Willkommen, Regula Späni. Danke vielmals, Gianfranco. Ich freue mich auch. Wie sieht bei dir ein Start in einen neuen Tag aus? Ups, ja, der Kleinste wecken. Der ist 12. Ich hoffe, dass jetzt das dann auch bald vorbei ist, dass der dann allein aufsteht. Mir geht es halt immer noch darum, nicht, dass er das nicht könnte, sondern dass am Morgen einfach jemand rum ist, wenn er aufsteht. Die grossen zwei, die machen das selbstständig. Der Mittler ist jetzt in die USA abgereist. Also es sind noch zwei von unseren drei Kindern daheim. Und ja, einfach noch ein bisschen Boden geben und dann zum Morgenessen Zeitung lesen ist natürlich in unserem Job extrem wichtig. Und dann sitze ich in mein Büro rauf und arbeite oder gehe Aufträge nach oder gibt halt dann auch noch Haushalt. Mein Mann ist ja viel unterwegs mit dem Roger Federer als Tenniskommentator. Dann gibt es halt auch Wäsche und Posten und Wäsche und Putzen und all das, was halt eine Hausfrau, Mutter und Geschäftsfrau heute so macht. Jenes Jahr, eben in meiner Kindheit, wenn es gehört, Jugendjahre, habe ich immer wieder, wenn ich Sportresultate wollte hören, wenn ich spannende Beiträge haben wollte hören, dann habe ich sehr gerne dir zugelassen und geschaut. Was hat dich angetrieben? Ich war eben Spitzensportlerin gewesen. Ich merke jetzt das an unseren Kindern auch. Du hast irgendwie, gewisse haben so einen inneren Antrieb, etwas zu leisten in sich. Ich weiss nicht, woher das kommt. Ich sehe, dass das eine von unseren Kindern das auch hat. Die anderen sind eher ein bisschen chilliger drauf. Also du hast das, glaube ich, in deinem Charakter rein, etwas zu leisten. Und nach meiner Schwimmzeit, dann bin ich Sportlehrerin gewesen, an einer Schule. Das hat mir mit den Kindern sehr Spass gemacht, aber es hat mir wieder Kick gefehlt. Und ich bin nur durch Zufall durchs Fernsehen gekommen, durch einen Kollegen, der gefunden hat, das wäre doch etwas für dich. Und ich habe dann das Casting gemacht, bin überraschend reingekommen. Und das ist so ein spannender Beruf, der einem dermassen fordert, wo du viele Leute kennenlernst, wo du sehr viele Situationen antriffst, die du nicht kannst vorbereiten, wo du reagieren musst. Und dann bin ich sehr neugierig. Und mich fasziniert der Sport in all seinen Facetten, die Wirtschaftlichkeit, die Bewegungslehre, Trainingslehre, all diese Sachen haben mich immer sehr interessiert. Und darum hat sich das wie einfach immer aus Neugier, aus wie soll ich sagen, Spannung immer weiterentwickelt. Und als ich nachher aufgehört habe, habe ich zuerst gesagt, jetzt nehme ich es ruhiger, aber das geht wie nicht. Man kommt ja dann gleich, es entwickelt sich auch da, hat sich immer weiterentwickelt, es sind immer spannende Projekte gekommen. Und von dem her stehe ich jetzt dort, wo ich bin. Also kann man sagen, der Hunger ist gestillt worden nach 12 Schweizer Meistertitel im Schwimmen. Dass du wie hast du sagen, und jetzt brauche ich wieder etwas Neues, wo ich wieder voll beißen kann und ich mich kann in etwas hineinhängen. Nein, das Schwimmen habe ich aufgehört aus Ausbildungszwecken. Es war schwierig zu vereinbaren. Dann mit 20 habe ich meine Sportlehrerausbildung gemacht in Macklingen und dort ist nicht mehr gegangen. Trainieren und die Ausbildung, ich habe es noch versucht, aber es ist nicht gegangen. Von dem her habe ich mich dann auf die Ausbildung konzentriert. Und nachher hat es wie ein neues Feld gegeben, eine neue Herausforderung, die ich annehmen wollte. Weil wenn das rote Lämpchen an dieser Kamera leuchtet, das ist wie wenn du auf dem Startblock stehst im Finale. Du kannst nicht mehr zurück. Jetzt musst du einfach durch und Leistung bringen. Und dann am Schluss schauen, ist es gut gewesen oder nicht. Und der Kick, der Adrenalinstoss, das habe ich einfach gebraucht. Jetzt bin ich auch ein bisschen ruhiger geworden. Aber der Kick,
der war einfach für mich so erfüllend gewesen, dass man den halt immer wieder sucht. Hat es dann gleich irgendwie einen Moment gegeben in dieser Zeit, wo du hast beißen müssen? Also du hast es in dir reingegeben, das Fighten, ja. Oder eben als Sportlerin schon, das kennt, die Motivationshintergründe, die Art, also der Charakter ist in dir rein, aber hat es gleich Momente gegeben, wo du musst sagen, hey, das war mega schwierig gewesen dort. Also dort musste ich besonders beißen. Immer wieder. Also du kommst im Leben ja generell immer an so Situationen. Und was, es klingt sehr abgedroscht, im Sport halt wirklich lernt, ist, nach Niederlagen aufzustehen und für ein Ziel herzuschaffen, wo du nicht weißt, klappt es oder klappt es nicht. Wenn du als Eidgenössische gehst, 2x8 Stunden live moderieren und das ist eigentlich Freestyle, weil du weißt nicht, wie lange die Gänge gehen. Und dann sagt der Produzent auf so, wir haben ein Loch von 10 Minuten Pause, such dir einen und mach ein Interview. Das ist der Kick. Und das kann gut gehen, das kann aber auch völlig in die Hose gehen. Und von dem her hat es Situationen gegeben, die absolut in die Hose sind, wo dann auch Kritik gekommen ist. Speziell, als ich eine von den ersten Frauen im Sport im Fernsehen war, der Fokus noch anders war. Du immer wieder hast müssen beweisen, ich weiss, von was ich rede. Was ich glaube, auch zu tun, weil ich ja selber Sportlerin war, bin ein Trainer und eine Sportlehrerausbildung, dann hatte ich also einen Rucksack gehabt. Es hat immer wieder schwierige Momente gegeben. Es hat einen Moment gegeben, wo ich gesagt habe, jetzt höre ich auf und das ist mir zu viel. Und gleich war die Faszination nachher so gross gewesen, dass dann nach 2 Tagen fluchen und täubeln und frustriert sein gesagt hast, nein, es geht gleich weiter. Du sprichst schon Niederlagen, das sagt ja jeder, aus Niederlagen lernt man, das steht auch in vielen Büchern. Du hast schwere Momente angesprochen, die dich hast beweisen müssen. Wenn du jetzt einen rauspicken könntest, welches war der schwerste Moment für dich? Der schwerste Moment war, es ist nie etwas wirklich in die Hose. Es hat einen Moment gegeben, wo ich ein Interview gemacht habe mit einem Delegierten von der Fußball-Nazi mit dem Herrn Metzler zu Arthur Schorsch. Wo ich ein Telefon hatte mit dem damaligen Assistenttrainer, wo mir off-record gewisse Sachen gesagt hat. Nein, jetzt nicht off-record, er hat es am Telefon gesagt, wo ich nachher den Herrn Metzler mit dem konfrontiert habe zum Arthur Schorsch. Und dann ist eine grosse Lawine der Kritik zum einen und auch zum Lob vom anderen gekommen, weil die Leute sind gespalten waren. Endlich einmal ein freches, ein kritisches Interview im Schweizer Fernsehen, die anderen gefunden. Geht ja gar nicht. Einer hat mir, damals hat man noch Briefe geschrieben, einen Brief geschrieben, ob ich eigentlich das Betthäschen eines Blickjournalisten sei, dass ich so Interviews mache. Und so Zeug tüpft einem dann schon. Ich habe dann zurückgeschrieben, normalerweise diskutiere ich gerne über meine Arbeit, auch über allfällige Fehlleistungen. Aber auf das Niveau unter Gürtellinie löse ich mich nicht ein. Aber das war, glaube ich, schon eine schwierige Situation gewesen. Es hat dann sogar noch einen Dienstagsclub dazu, wo mir dann auch der damalige Chef im Dienstagsclub ein bisschen in den Rücken gefallen ist und gesagt hat, ich habe wahrscheinlich ungenau recherchiert und ich weiss genau. Er hat mir das am Telefon gesagt und hat es nachher in den Medien anders formuliert. Aber wir haben es heute wieder gut miteinander, aber das war eine harte Zeit gewesen. Regula, gesetzt der Fall, du könntest in der Zeit reisen mit einer Zeitmaschine und etwas in deiner eigenen Vergangenheit ändern. Was wäre das? Nichts. Wirklich nichts. Ich finde, ich habe einen Weg eingeschlagen, der mich dort hergebracht hat, wo ich bin. Mir hat mal jemand gesagt, du bist so wie so ein, du merkst immer genau, das ist schon ein paar Jahre her, das war ein guter Freund gewesen, du merkst immer genau, jetzt stosse ich an, jetzt muss ich das andere Weg nehmen. Und der Instinkt, der hat mir eigentlich immer extrem geholfen, auch wenn er im ersten Moment vielleicht eben auch Niederlagen gegeben hat und mir eigentlich gesagt hat, ist das der richtige Weg gewesen, hat sich im Nachhinein herausgestellt, das ist doch gut gewesen. Ich will nichts ändern. Ich habe das Glück, dass ich eine gesunde Familie habe, dass es uns so weit gut geht. Ich hoffe, das bleibt so, dass wir lange alle gesund zusammenbleiben können. Das ist nicht so selbstverständlich. Du bereust nichts in deiner Vergangenheit und du nimmst dich jetzt wunder. Gibt es ein Ereignis, wo du rückblickend sagst, ich kann nicht glauben, dass ich das gemacht habe? Jetzt positiv oder positiv, negativ? Ja. Dass ich damals zum Fernsehen bin, mit 22, mein Vater hat noch gesagt, mach's nicht, du bist sensibel dazu, du wirst dort kaputt gehen. Und ich habe meinen Grind durchgesetzt.
Respektive hat mir ja nichts mehr können sagen, aber ich habe gefunden, mal, ich mache jetzt das. Und da bin ich stolz drauf. Ich hatte Mühe am Anfang, weil auch der Fokus extrem auf mir war. Ich bin total als weißes Blatt gekommen. Ich habe ja keine journalistische Erfahrung gehabt. Ich habe gewusst, ich werde das kalte Wasser gerührt. Sie haben mich relativ schnell auf den Bildschirm tun, weil sie eine Frau haben wollen, neben der Fia Meta de Vecchi. Hat mich jung auf den Bildschirm tun, mit knapp 23. Warte jetzt, nein, mit 24 bin ich im Hauptprogramm, das SRF 2 noch nicht gegeben, zum Üben. Im Hauptprogramm gewesen, haben wir noch Hochdeutsch geredet. Das war her. Gewesen. Und dass ich das wie, da hat es dann auch Kritik gegeben, kann dir das? Dass ich das wie durchgestanden bin, meinen Weg gegangen bin. Und der hast du sehr erfolgreich gemacht, oder? Was bedeutet dir Erfolg? Es ist ja sehr relativ, du kannst dir ja dann im Endeffekt nichts mehr kaufen davon. Auch von meinen 12 Schweizer Meistertiteln, die tönen zwar noch lässig, sind das schon ein paar Jahre her, aber ich kann ja nachher mir nichts mehr kaufen davon. Und Erfolg ist sehr schön, sehr flüchtig. Ich halte das wie so, ich freue mich darüber, dass ich das erreicht habe, aber dann heisst es abhaken und weiterarbeiten. Weil wenn du auf den Erfolg, das ist auch ein geflügeltes Wort. Wenn du auf einem Erfolg ausruhst, dann hast du schon wieder verloren, oder? Und da ist einfach die Sportlerin dann dahinter, mit dem Sportlerdenken, wo dir auch sonst nachher im Fernsehen und zur Fernsehzeit geholfen hat. Absolut, das auf die Zähnbeissen, neue Ziele setzen, etwas Spezielles zu machen. Ich habe meine Chefin natürlich zum Teil wahnsinnig gemacht, wenn ich gesagt habe, das könnte man und das kann man noch besser machen und das kann man noch ausreichender recherchieren und das ist doch eine spezielle Geschichte. Dann hat immer gesagt, Regel, das ist viel zu komplex, hör auf und so. Und ich habe gewusst, es gibt so spannende, komplexe Themen, wo man aber halt dann muss runterbrechen und so, dass es die Leute verstehen, auf ein Fernsehformat Ich habe diesen Aufwand nie gescheut. Ich habe den Leuten immer zeigen, hey, schau mal, wie spannend so etwas ist, wie spannend der Sport ist, was die Zusammenhänge sind. Mich hat weniger interessiert, ob jetzt GC 4-0 gewinnt oder nicht. Damals haben sie ja noch gewonnen. Sondern ich wollte fragen, warum haben die gewonnen und warum die anderen. Das hat mich immer mehr fasziniert. Und ich war anstrengend für die Chefin, weil ich immer noch mehr wollte und noch neuer und da noch ein Bild statt nur etwas sagen und dort noch die bessere Aufnahme statt nur einfach das Mittelmass. Das ist vielleicht halt schon der Charakter und dass das die Spitzensportler ein bisschen in sich tragen. Also ich höre dazu, du hast viele Chefs gehabt, du bist nicht unbedingt die angenehmste für die Chefin, weil du sehr ehrgeizig warst, auch heute noch. Was ist dir dann wichtiger, Freiheit oder Sicherheit? Beides. Also der Kind sagt mir ja, wie sagt man dem, gib mir Flügel, damit sie sicher sind. Also gib mir Boden und aber auch Flügel, damit sie sicher sind. Beides. Also ich glaube, du kannst ja Freiheit nur geniessen, wenn du irgendwo einen sicheren Hafen hast. Sonst geht es nicht. Und wenn du nicht aus unsicherem Grund, wo du abkommst, bestürzt sich ab. Und das ist ja das, was ich meinen Kindern mitgeben möchte. Ganz einen sicheren Hafen, einen sicheren Boden, das Wissen, sie können jederzeit wieder heimkommen und wir sind für sie da, damit du kannst abheben kannst. Es ist beides wichtig. Du sagst, was du den Kindern mitgeben willst. Was können uns Kinder mitgeben? Oder was können wir von Kindern lernen? Ganz viel so ein bisschen die Unbeschwertheit, die Welt mit ihren Augen, mit bunten Augen anschauen. Wir sind, glaube ich, sehr deformiert. Wir sind heutzutage fest gestresst. Viele Kinder, je nachdem, in welchem Alter das sind, auch, oder was alles auf sie prasselt. Aber durch kleine Kinder beobachten, wie die an einem Würmli und an einem Schnäckchen Freude haben, das haben wir alles verloren. Das sollten wir wieder ein bisschen zurück musen, Natur bestaunen, ein bisschen weniger fordern von uns selber und vom Leben, ein bisschen zufriedener sein. Zufriedenheit. Regula, du bist sehr zufrieden, strahlst es auch aus. Wir haben es vom Erfolg gehabt, was dir Erfolg bedeutet. Wie definierst du dann Glück? Eine gesunde Familie zu haben. Es ist jetzt gerade ja der Unfall, respektive der Mord passiert von der Wirtin von unserem Tennisclub,
die wir kennt haben, wo der Sohn seine eigene Mutter umbringt. Mein Mann ist dort mit drinnen als Präsident von dem Tennisclub. Er hat das von San Francisco aus müssen handeln, zusammen mit dem Kommunikationschef von dem Tennisclub. Ja, und dann fragt man sich, wenn man ein bisschen hört, wie das in dieser Familie möglicherweise zu und her gegangen ist, dann sagt man, es ist Glück, eine gesunde, intakte Familie. Wenn du jetzt vor der Wahl stehen würdest für den Rest deines Lebens, zu sitzen oder zu stehen, für was würdest du dich entscheiden? Du stehst ja sehr viel, sitzen tust du bei den Podiumsdiskussionen, stehen eher bei den Moderationen. Ja, ich kann humlen im Füdli, wie man so schön sagt. Also stehen ist klar, bewege ich. Wenn ich mich nicht bewegen kann, werde ich krank. Wir haben in der heutigen Zeit Digitalisierung, die sehr hoch im Kurs ist, die wahrscheinlich auch die Zukunft auf eine Art wird beeinflussen, wie wir sie noch ein bisschen in den Griff bekommen. Denkst du, dass die ganze Social-Media-Geschichte eine Chance oder ein Fluch ist für die Menschheit, längerfristig? Längerfristig ist ein Fluch. Ich bin auch die Anhängerin von der klassischen Medien, die ganz wichtig sind für unsere direkte Demokratie. Wenn man sieht, was jetzt da zum Teil für Schindluder betrieben wird in diesen sozialen Netzwerken, habe ich meine grössten Zweifel, ob das gut rauskommt. Wir müssten die Leute schulen, wir müssten die Kinder schulen. Medienkompetenz wird in meinen Augen je länger, je wichtiger. Ob man das herbringt, ist schwierig. Die Schulen sind dran. Wenn ich sehe, was ihr Kind in der Schule lernt, ist das hervorragend. Ob es lange, weiss ich nicht. Aber die sozialen Netzwerke, ich brauche sie auch, weil ich muss als Freischaffende. Ist das ein Kanal, um mich sichtbar zu machen? Aber es ist zweckentfremdet worden. Und wie überall gibt es halt Missbrauch. Und den finde ich schon verheerend. Und wir brauchen es auch wegen den E-Mails, wo wir unter anderem auch das heutige Treffen ja, abgemacht haben. Glaubst du, dass E-Mails irgendwann die normale Post werden komplett ersetzen? Ja, kann schon sein. Es gibt ja Leute, die sagen, die E-Mails, vor ein paar Jahren hat es geheißen, die E-Mails werden komplett verschwinden. Jetzt habe ich gehört, an einem Vortrag hat es geheißen, in den Firmen arbeiten die E-Mails ab, reden wieder miteinander, also interne Kommunikation und über das Reden. Es ist so viel im Gang. Es ist so schwer zu sagen. Natürlich, gell? Also, was du an Papier einsparst, ist ja dann auch wieder der andere Effekt. Ich glaube, dass es gewisse Sachen immer noch, dass du das musst in der Hand haben, dass du das per Post überkommst. Ich lese zum Beispiel die Zeitung lieber in der Hand, habe sie in der Hand am Morgen als online. Ich glaube, die gesamte Post wird es nicht ersetzen, die Elektronik, aber es wird natürlich extrem eingeschränkt werden. Also du glaubst, dass es jemals eine komplett papierfreie Welt wird geben? Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich bin keine Zukunftsforscherin, ich bin keine Wissenschaftlerin. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe auch das Gefühl, die Leute fangen jetzt ein bisschen an zu merken, wie der Zauberlehrling, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es stresst, es hat auch seine schlechten Seiten. Und dass die Leute anfangen zu reduzieren. Ganz wegkommen wird es nicht. Also jetzt, wenn man wieder von den sozialen Netzwerken redet oder vom Internet, ganz weg nicht. Aber dass die Leute anfangen zu merken, es gibt noch das Leben draussen, es gibt noch Natur, es gibt das Face-to-Face. Wir können an die Augen schauen, du spürst, wenn ich nervös werde. Oder? Es ist einfach eine andere Kommunikation. Und ich hoffe und ich wünsche mir auch und ich glaube auch daran, dass die Leute wieder zurückkommen in ruhigere Bahnen und dass das Persönliche wieder wichtiger wird. Aber für uns zwei ist das natürlich perfekt, weil das heisst, es wird in Zukunft wahrscheinlich immer noch mehr gefragt sein, wie kann man vor Leuten anstehen, wie kann man miteinander kommunizieren. Eigentlich für uns ja noch gut. Sehr, weil die Leute müssen, du merkst ja auch, in Firmen müssen die Leute je länger mehr vor die Leute anstehen. Die Kinder haben in der zweiten Klasse schon die ersten Vorträge. Und das kann man gut machen, das kann man weniger gut machen und das kann man schlecht machen. Da ich viele Anlässe moderiere, sehe ich alle drei Varianten. Und um Leute überzeugen und begeistern, gibt es einfach gewisse Regeln, gibt es gewisse Auftrittsformen und gibt es eine gewisse Ausstrahlung, die man haben kann, wo man aber auch sich zuerst muss bewusst werden, habe ich die oder habe ich die nicht? Oder was habe ich denn für eine Ausstrahlung? Und von dem her ist das natürlich wichtig, dass man das lernt und übt und weiss, wie bringe ich dann meine Botschaft überhaupt rüber. Und das ist auch das, was du an deinen Schulungen machst mit den Sportlerinnen und Sportlern. Was machst du denn an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Chur? Oder was kann man dort
Was ist der Unterschied vielleicht zu diesen Sportlerschulungen? Also ich tue nicht nur Sportlerschulen, ich tue auch Wirtschaftsleute und Politiker schulen in quasi zum einen Auftritt, also wenn sie an Podium gehen oder wenn sie ein Referat halten müssen, dass man ihnen auch ein bisschen sagt, wie ist die Dramaturgie von so einem Auftritt, von so einem Referat. Oder eben, wenn sie vor die Kamera müssen, dann tun wir die Interview vorbereiten, tun Botschaften formulieren, tun schauen, wie wirkt es, wenn du dich selber in der Kamera siehst, fallen dir ganz viele Sachen aus, nicht nur für den Auftritt, sondern fürs Leben. Das ist ja wie eine Lebensschule. Und zum einen machen wir das, also Auftrittskompetenz, Umgang mit Medien. Und bei der HTW in Chur, das ist ein Semester, das ich jeweils gebe, bei denen, die dann abschliessen, Thema Sportmedien, also wie funktionieren die Medien, was sind die Bedürfnisse der Medien, was brauchen die Journalisten, was braucht es, damit ich auch meine Botschaft in die Medien bringe, wie macht man eine Pressekonferenz, ein Krisenkommunikationskonzept schreiben, was brauchen grosse Veranstalter. Einfach, dass sie wissen, wie funktioniert die Sportmedienwelt, die sich ja dann auch ein bisschen unterscheidet von der anderen Medienwelt, weil sehr viele Emotionen drin sind. Du sprichst schon, also das klingt ja nach einem wahnsinnigen Terminkalender bei dir. Also eben, wenn man sieht, Podiumsdiskussionen, Leitungen, Galas, Schulungen. Wie findest du bei diesem randvollen Kalender deine innere Balance? Das ist schwierig. Das ist schwierig. Ich muss mich auch mal zwingen dazu, zum Beispiel am Wochenende zu sagen, jetzt mache ich einfach nichts. Natürlich, wenn etwas ansteht, mache ich schon. Aber zum einfach mal sagen, jetzt zwinge ich mich dazu, 2 Tage nicht am Computer zu sitzen und dann arbeite ich, beantworte die Mails halt am Montag. Ich bin eine, die das Zeug immer schnell beantwortet und macht, weil eben dann wieder Neues reinkommt und ich habe so viele verschiedene Arbeitgeber, damit ich das erledigt haben will. Aber es gibt auch Phasen, jetzt habe ich wirklich schön mit der Familie können, 3 Wochen frei machen und vielleicht mal am Morgen ein paar Mails beantwortet, aber wirklich gesagt, jetzt lasse ich es liegen, weil andere sind ja dann auch weg und sind in den Ferien, es ist ja ruhiger. Aber es gibt schon auch Phasen, wo ich sage, ui, jetzt musst du aufpassen, jetzt musst du wieder ein bisschen runterfahren oder halt einmal Nein sagen. Und wie hat denn deine Familie deine Arbeit als Karrierefrau beeinflusst? Also zum einen war es natürlich ein tiefer Einschnitt, als ich 2010 gesagt habe, ich höre wegen der Familie auf. Weil es war zu viel beim Fernsehen mit 3 kleinen Kindern. Mein Mann, wie gesagt, relativ viel weg. Also einfach so wochenweise weg. Und ich sagte, jetzt geht es nicht mehr. Ich habe immer gesagt, wenn die Familie belastet wird durch meinen Job, höre ich auf. Und das ist schon dort der Fall. Also hat es dort einen tiefen Einschnitt gegeben, wo ich, wie soll ich sagen, wo ich... Ich habe es ja nicht gerne aufgegeben, den Job im Fernsehen. Das war ja mein Traumberuf. Und dann konnte ich das wie können steigern, das, was ich jetzt mache, indem ich einfach immer die Sachen angenommen habe, die passt haben für die Familie, die ich können einsetzen konnte. Jetzt sind die Kinder grösser. Jetzt kann ich auch mal einen Abend weg, ohne dass ich einen Hütendienst muss organisieren muss. Oder der Kleine kocht sich halt seine Spaghetti selber mit 12. Das geht. Von dem her habe ich habe mein Arbeiten schon immer der Familie angepasst. Das ist ja so. Wenn du dich für Kinder entscheidest, finde ich, ja, nicht ganz raus als Mutter, den Fuss reinbehalten, aber meine Dinge war immer, ich wollte ihnen den sicheren Hafen geben und ich wollte sie mit gutem Gewissen können in die verrückte Welt raus entlassen. Die verrückte Welt, Fernsehen, wir haben gehört, Social Media, Medienkonsum. Du hast 3 Kinder, die sind schon ein bisschen älter, aber zumindest drin in dieser Thematik, oder? Wie hast du den Medienkonsum daheim pflegt? Also die Älteste ist ja jetzt nicht draussen, ich kann jetzt selber bestimmen, aber das ist schon eine Herausforderung in der heutigen Zeit. Extrem, vor allem weil ja das alles auch darauf angelegt ist, die Kinder und die Jugendlichen ans Handy, an die Computerspiele zu binden. Das ist ja alles so aufgebaut, dass die Hirnwäsche stattfindet, wo die dran sind. Und ihnen das versuchen beizubringen und sie gleichzeitig nicht die Sachen zu verteufeln. Ich meine, das Handy zu verteufeln ist ein Blödsinn, weil jetzt ist unser Kleiner, also der Kleine, ich sage immer der Kleine, ist halt der Kleinste, der Jüngste, in die Seko, die müssen am nächsten Freitag müssen die das Handy mit in die Schule nehmen, um den Umgang, ist ja gut, aber du kannst es ja nicht verbieten und sagen, du kommst jetzt kein Handy. Er hat jetzt auf die Seko das alte Handy von meinem Mann bekommen, also wir tun das schon so, versuchen ein bisschen zu steuern. Und er darf es nicht mit in die Schule nehmen, ausser der Muse muss er es in der Nacht abgeben. Aber bei den Grossen müssen irgendwann selber klarkommen mit ihrem Medienkonsum. Die sind vernünftiger geworden. Die Tochter merkst, die ist nicht mehr so viel dran. Ich glaube, du musst ihnen einfach rechtzeitig versuchen,
beizubringen oder zu erläutern, es ist nicht alles, erstens mal eben Gold, was glänzt. Glaubt nicht alles, was da drin vorkommt. Und schränken den Konsum einfach aufs Minimum ein. Aber ich sehe ja mich selber auch, ich gucke zum Teil auch viel dran. Und dann muss ich wieder sagen, so, Handy weg, jetzt schau nicht ständig drauf. Man muss sich schon sehr disziplinieren. Es ist eine schwierige Aufgabe, wir haben viele Diskussionen, wir haben auch viel Streit wegen dem. Aber ich hoffe, es lohnt sich, dass sie irgendwann wirklich einen gesunden Umgang haben mit diesen Geräten. Und den erzielt man ja auch nicht, wenn man es verbietet. Und dann kann es ja umso mehr, bist du auch der Meinung, dass es dann umso mehr wahrscheinlich dann Nerds werden, wenn es dann älter sind. Ja, jetzt können wir endlich, oder? Also so sehe ich zum Beispiel jetzt auch beim Fernsehen. Also wir haben gar keinen Fernseher daheim. Ja. Aber hin und wieder dürfen sie schauen bei den Grosseltern. Und ich finde das auch nicht schlecht. Weil wenn es gar keinen Fernsehkonsum hätte, früher oder später würde es ja mit dem in Berührung kommen, dann wäre es umso heftiger, oder? Wie, also ist jetzt meine Meinung, oder wie siehst du das? Nein, absolut. Ich finde, ein Verbot bringt nichts. Ich finde, wir haben es einmal eingeschränkt, wir haben klare Regeln, je nach Alter gesagt, so lange dürfen ihr schauen, oder ihr müsst zuerst 2 Stunden raus gehen, Unihockey spielen, und dann dürfen ihr ein bisschen etwas schauen, weil halt Bewegung bei uns sehr wichtig ist. Nein, Verbot nützt nichts. Den richtigen Umgang damit ihnen beizubringen, das ist das Elementare. Hand aufs Herz. Von welchem Produkt, das du heute benutzt hast, glaubst du, dass es die Menschen auch noch in 500 Jahren werden brauchen? Ui, das Produkt? Also der Fernseher wird es nicht mehr sein? Nein, das Fernseher wird aussterben, das glaube ich auch. Also einmal die jetzige Form, da wirst du nur noch Zeug on demand los. Also eine Couch. Eine Couch zum Absitzen, ein Bett zum Liegen drauf. Das wird es sicher noch geben. Das brauchen wir auch, das ist wichtig. Du hast es gerade gesagt vorher, der Fernseher wird es nicht mehr geben. Wie viel Zeit ist im Fernsehen noch? So in dieser Art, wie es bis jetzt noch da... 10 Jahre. 10 Jahre, ausser das Live. Ich glaube, Live-Sport, das Unmittelbare, das wird überleben. Wenn du kannst dabei sitzen, wenn der Roger Federer gegen den Djokovic den Wimbledon-Final spielt, dann schaust du das. Das ist in Verzögerung nicht mehr sexy. Überhaupt nicht. Ich glaube, darum baut ja Schweizer Fernsehen die Live-Schienen extrem aus und die Magazine fahren zurück. Das wird es noch geben. Ob's das Fernsehen mit Magazinsendungen kann ich mir nicht vorstellen, dass das in 10 Jahren noch so gibt, sondern dass du dann einfach gehst und schaust, ah, der Beitrag interessiert mich, und du den abholst und anschaust. Also was hat denn deiner Meinung nach Zukunft in diesem Bereich, im Bereich Medien? Also Fernsehen können wir dann von ausklammern, in 10 Jahren gibt es kein Fernsehen mehr? Ja, kein mehr, einfach vielleicht nicht mehr in dieser Form, ganz nicht mehr. Es hat ja, ich glaube, die älteren Leute brauchen ja das noch, das ist ja noch wichtig für die. Wenn ich meine Schwiegereltern anschaue, ist der Fernsehen ganz ein wichtiger Bestandteil in ihrem Leben, den sie heute haben. Die Jungen, unsere Kinder schauen praktisch kein Fernsehen mehr. Die holen sich an, wir haben Netflix, die schauen sich das an. Oder eben on demand, sie schauen leider den Bachelor-Geschmäuse und alles. Aber das schauen sie nicht live, sondern sie holen sich, überspulen dann die Werbung, das ist auch ein grosses Problem, und holen sich das dann. Also ich glaube einfach on demand, dass du das aufgeschaltet hast auf diesen Smart-TV-Apparat oder auf dem Computer, und dass du dir dann einfach das holst, was dir entspricht, und das schaust. Zeit ungebunden, mit Unterbrechungen, kannst anhalten, wenn du aufs WC musst. Ich glaube, das wird Zukunft haben. Ob das Fernsehen wirklich ganz verschwindet in 10 Jahren, das kann ich auch nicht sagen, da bin ich zu wenig nah dran. Aber ich glaube nicht, dass man in 10 Jahren Sport aktuell noch so wie sehen. Und wie siehst du dich selber in 10 Jahren? Ich hoffe eben A, gesund sein, und B, dass ich mich so weit habe weiterentwickeln können, geschäftlich, dass ich ein bisschen beides. Ich meine, in 10 Jahren werde ich pensioniert. Ah, schön. Ja. Dass ich aber gleich noch bei den Bereichen, wo ich sage, dass ich nicht mehr muss weiterarbeiten, aber dass ich die Sachen, die mir am Herzen liegen, kann weitermachen, dass man mich noch will, dass man meine Erfahrung noch schätzt, noch braucht. Und was mir auch sehr am Herzen liegt, ist, dass ich Zeit dann habe, hoffentlich für Kinder, die nicht Möglichkeiten haben, in einer Familie aufzuwachsen,
wie das unsere oder andere haben können, dort zu unterstützen. Das ist mir immer ein grosses Anliegen, wo die Talente haben, aber keine Möglichkeit haben, das weiterzuentwickeln, weil irgendwo etwas fehlt. Dort habe ich mir schon einmal gesagt, mit jemandem einmal geredet, eine Stiftung zu gründen. Das gibt es, glaube ich, schon, um diesen Kindern Möglichkeiten zu bereiten, dass sie ihre Talente weiterentwickeln können. Ich bin überzeugt, jedes Kind hat irgendwo eine ganz grosse Stärke. Und das gibt es zu entdecken und das gibt es zu weiterzuentwickeln, denen zu helfen. Und da gibt es einfach Kinder, die haben die Möglichkeit, weil sie aus einer Familie kommen, die das nicht erlaubt, die das nicht haben, dort zu helfen. Das ist mir ein ganz grosses Anliegen. Regula, du bist Moderatorin. Gesetzt der Fall, du könntest für den Rest von deinem Leben nur noch 3 Wörter brauchen. Welche wären das? Liebe, Zusammenhalt und Rücksichtnahme. Gibt es deiner Meinung nach etwas, wo man nicht sollte oder nicht darf Witz machen? Alles, was andere Leute verletzt. Und das ist, wenn jemand neben dir steht und du machst einen Witz über sein Aussehen, das gab für mich, ist für mich ein No-Go. Also ich versuche immer, mich so auszudrücken, dass sich andere Leute nicht verletzt fühlen oder erniedrigt fühlen. Das ist mir ganz wichtig. Ich versuche die Menschen eher, soll ich sagen, positiv zu beeinflussen, ihnen das Gefühl von Stärke zu geben, auch den Kindern Selbstvertrauen zu geben. Leute, die Witz oder Sprüche, die andere erniedrigen, ist für mich ein No-Go. Kommen wir gerade kurz nochmal zu deinen Kindern. Ich habe selber 3 Kinder. Was ist dir besonders wichtig, deinen Kindern auch noch mitzugeben? Du hast schon ein paar Sachen erwähnt. Das Wichtigste ist für mich ein Selbstvertrauen. Ein Glauben an sich selber. Ich kann es schaffen. Ich kann gut sein. Ich kann stärken. Dann den Mut haben, den eigenen Weg zu gehen. Auch wenn alle anderen sagen, das schaffst du eh nie. Meistens sind es ja die, die es selber nicht arbeiten würden. Genau, darum sagen sie, genau. Das schaffst du eh nie. Der Roger Federer hat mir immer gesagt, weißt du, wie viele Leute haben mich ausgelacht, als ich gesagt habe, ich will Wimbledon-Sieger sagen, sagt deinem Sohn, er soll nicht auf diese Leute hören. Weil sie ihn ausgelacht haben, wo er gesagt hat, er will Hockey-Profi werden als 12-Jähriger. Selbstvertrauen, seinen eigenen Weg gehen und einfach Demut. Demut gegenüber dem, was man hat. Dankbarkeit dem gegenüber, was man hat. Demut gegenüber der Natur. Dass man Rücksicht nimmt auf die Natur und auf andere Menschen. Das ist wichtig. Regula, wie sieht bei dir ein gelungener Feierabend aus? Mit Familie oder mit Freunden zusammensitzen, gemütlich, entspannt, diskutieren, reden, die Welt verbessern. Nein, das nicht. Aber einfach einen entspannten Abend mit Familie und Freunden, sei es Spiele machen, einmal einen Film schauen zusammen als Familie vor dem Fernsehen, vielleicht einmal noch ein Gläschen Wein trinken und reden. Einfach, ich fühle mich wohl mit Leuten zusammen, wo ich keinen Stress habe, wo mir etwas geben, wo mir Energie geben. Das habe ich auch gerne, so einen Abend. Im Sommer zum draussen sitzen ist noch schöner als im Winter in der Stube. Einfach mit anderen Leuten zusammen sein und mich austauschen. Und ich habe einen höchst interessanten Austausch gefunden, jetzt hier, gerade bei dir daheim. Und habe mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank für die Inspiration. Und für die Antworten, die du mir auf meine Fragen gegeben hast. Also sehr inspirierend und beglückend sie auch. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für deine privat und berufliche Zukunft. Danke vielmals. Hat mir auch sehr Spass gemacht mit dir. Es waren sehr spannende Fragen gewesen, wo man dann auch wieder sich selber ein bisschen reflektieren kann. Merci vielmals dir auch. Alles Gute. Salis trifft. Die Podcast-Show mit bekannten Schweizer Persönlichkeiten. Präsentiert von Gianfranco Salis. Das ist der Podcast «Salis trifft». Wenn dir die Folge gefallen hat, dann schenk mir doch bitte deine Bewertung auf iTunes und hinterlasse mir einen kurzen Kommentar. Ich freue mich auf dein Feedback. Vielen Dank für deinen Support und bis zum nächsten Mal.